Moin meine Leute, ich bin Lincoln's Brain oder Hypothetic und begrüße gerade dich zu einem neuen Part von Super Mario RPG, das Remake. Wir können unten schon sehen, dass wir eine volle große Truppe bei uns haben. Nicht nur Bowser ist hinzugekommen, sondern eben auch Peach ist jetzt Teil unserer Gruppe. Und wir sind stehen geblieben im Pilzkönigreich, beziehungsweise beim Pilzpalast. Ich weiß gar nicht, ob die was Neues sagen, jetzt wo Peach dabei ist. Hey Mario, bist du da in was reingetreten? Oh, reingelegt. Toll, danke, dass du mich immer reinlegst. Aber die Prinzessin ist zurückgekehrt. Es stimmt. Mario, willkommen zurück und ganz ohne Blessuren, wie es aussieht. Prinzessin, eure Hoheit! Endlich wieder daheim, zusammen mit Mario und wunderbaren neuen Freunden. Sie haben mir das Leben gerettet. Klingt spitze, dann legt sie auf zum Kronminister. Geh ruhig vor, wir kommen nach. Wir sollten den Kronminister nicht warten lassen. Peach, sagst du eigentlich jetzt irgendwas? Ich habe jetzt nur so eine private Frage auch einfach. Wenn wir in dein Zimmer gehen. Mario! Hör gefälligst auf, in fremden Gemächern umherzuschnüffeln. So. Peach weiß also ganz genau, was sie da versteckt. Interessant. Schön zu sehen, dass sie was dass sie dich dazu meldet. Oh, kann man da irgendwie... Also, wenn man da hochkommt, wie? Weil wenn, dann würde ich schätzen, dass da ein Geheimschatz ist. Ah, gute Frage, wie man da hochkommen soll. Wahrscheinlich, wenn hier ein Toad stehen würde und man auf den draufspringen könnte. Nun gut, gehen wir erstmal zum Kronminister. Kronminister, die Prinzessin, sie ist wieder da. Welch ein Glück, all die Aufregung, der reinste Albtraum. Meine armen Nerven. Verzeiht, dass ich allen solche Sorgen bereitet habe, aber mir geht's gut. Ich kann selbst auf mich aufpassen. Peach, ich weiß nicht, ob du jetzt gerade in der Verfassung bist zu sagen. Okay, mit ein klein wenig Unterstützung von Mario vielleicht. Danke, das musste ich hören. Weil ganz alleine auf dich aufpassen kannst du nicht, sonst hätte ich dich nicht retten müssen. Just saying. Wundervoll, dann lasst uns aus dem Eingang treten, wo es hier doch so schrecklich zieht. Ist das ein Hommage daran, dass jede Tür offen bleibt, die man einmal auftritt hier bei Mario RPG? Du weißt hoffentlich, wie überaus dankbar wir dir alle sind, Mario. Aber eine Sache musst du mir noch verraten. Woher dein Zusammenschluss mit Bowser? Zusammen was? Mit wem? Wovon redet ihr, Prinzessin? Oh, schönen guten Tag. Welch imposante Verkleidung sie da... Sieh da. Ah, tu mir nichts. Kronminister. Kronminister, liebe Toads, bitte beruhigt euch. Mario ist hier und schaut, dass euch nichts geschieht. Wenn ihr das sagt. Bowser, vielleicht solltest du uns einfach erzählen, was dich an Marios Seite gebracht hat. Und einmal meintest du doch auch, du hättest Wichtigeres zu tun. Was sollte das heißen? Bloß nicht die Wahrheit sagen. Wenn die ans Licht kommt, bin ich geliefert. Herr Minister, darf ich die Ereignisse schildern? Die anderen können meine Erzählung ja gerne ergänzen und so. Erstmal hat ein Riesenkrach alle durch das ganze Reich katapultiert. Prinzessin und Bowser und Mario flogen alle in total unterschiedliche Richtungen. Und der Grund dafür war was ganz Großes, das genau auf Bowsers Festung runterflog. Erst krachte es durch die Sternstraße und dann... Kawumm! Rumste es mitten in Bowsers Festung hinein. Und raten Sie mal, was es war. Ein riesengroßes Schwert, größer als ein Haus. Nun ist Bowsers Festung voller böser Monster, die einem Fiesling namens Schmiedrich dienen. Und mich lassen Sie nicht mehr... ich urlaube jetzt. Genau, ich urlaube und überlege mir dabei, wie ich diese Blechköpfe am grausamsten aus meiner Festung vertreibe. Und wen traf ich da urplötzlich? Mario! Und der bettelte mich förmlich an, Bowsers Schergen beitreten zu dürfen. War ein trauriges Schauspiel, ganz ehrlich. Hatte gar keine andere Wahl, als ihn in meinen Handlanger zu machen. Das stimmt nicht. Schon gut, Mario. Wir können uns denken, dass es Bowser mit der Wahrheit nicht ganz so genau nimmt. Und du, Mello? Sag, aus welchem Grund hast du dich Mario angeschlossen? Na, ich will herausfinden, wo ich herkomme und wer meine wahren Eltern sind. Und Mario hilft mir dabei. Genau deswegen sind wir jetzt gemeinsam auf Reisen und erleben tolle Abenteuer. Wie bitte? Du musst deine Eltern suchen, aber das klingt ja furchtbar. Ganz schrecklich, grauenhaft.
Ich hoffe, du findest deine Familie recht bald. Und du? Geno war dein Name, richtig? Wieso bist du mit Mario? Die Sternstraße, meine Heimat, wurde zerstört und ich bin hinab in diese Welt gekommen, um sie wiederherzustellen. Mario ist mir dabei behilflich, die für ihre Wiedererschaffung benötigten Sternstücke zu finden. Sternstücke? Ganz genau. Die Sternstraße hat die Macht, allen auf dieser Welt ihre Wünsche zu erfüllen. Und solange wir nicht alle Sternstücke gefunden und die Sternstraße repariert haben, werden keine Wünsche mehr wahr. Weder meine Wünsche, noch die von ihnen, noch die von irgendwem auf dieser Welt. Was? Aber das klingt ja furchtbar, ganz schrecklich. Vielleicht sogar grauenhaft? In der Tat. Nehmen wir nur einmal an, Bowser würde euch entführen. Ohne die Sternstraße wäre eure Rettung so gut wie undenkbar. Hä? Wart mal, klingt doch astrein, die Sache. Ich sag, wir vergessen diese Sterndinger einfach. Wer macht mit? In dem Falle, Bowser, müsstest du deine ach so geliebte Festung ebenso vergessen. Für immer. Wie meinen? Nochmal langsam das Ganze. Wenn Mario die Sterndinger nicht findet, dann gehört Peach mir. Soweit so klasse. Aber ohne die Sterne kriege ich meine schöne Festung nicht zurück und kann Peach nicht mehr standesgemäß entführen. Und das ist schlecht. Daraus folgt logischerweise... Lassen wir ihn. Peach kurz in Stimmbruch kommen. Lassen wir ihn einfach. In einer Welt ohne Wünsche zu leben, ein furchtbarer Gedanke. Wir müssen los und die Sternstücke finden, und zwar unverzüglich. Aber eure Hoheit? Ihr wollt euch ihn anschließen? Das kann doch unmöglich euer Ernst sein. Es wäre blanker Wahnsinn, Hoheit. Ihr seid doch eine Prinzessin. Was sollen denn die Leute denken? Das ist mir gleich. So hoffnungslos, wie die Lage momentan ist. Ich bin müde. Ich will mich ein Weilchen in meinem Gemach auch ausruhen. Ciao. Ich wünsche euch viel Glück auf eurer Reise. Mario, Mello, Geno und auch dir, Bowser. Nun denn. Dank Mario weilt die Prinzessin nun wieder in Sicherheit. Daher soll dieser Tag von nun an bekannt sein als... Oh, Moment mal. Könnte es vielleicht sein, dass... Könnte hinter dem Angriff auf unser Königreich womöglich dieser Schmiedrich stecken, den ihr erwähntet? Dann scheint es zum Jubeln noch etwas zu früh, Mario. Dürften wir dich um einen weiteren Gefallen bitten? Bitte weise Schmiedrich in seine Schranken. Nur so können wir alle wieder in Ruhe und Frieden leben. Prinzessin Peach weilt endlich wieder bei Hofe. Und es scheint, dort will sie vorerst bleiben. Und dort soll sie auch erstmal vorerst bleiben. Wir wollen ja nicht hier sie jetzt irgendwie weiter aufscheuchen, aber trotzdem einmal kurz... vorbeischauen, wenn sie in ihrem Bettchen chillt. Alles Gute, Mario. Ihre Hoheit ist zurück. Ach, du hast unser allergrößtes Lob verdient. Was macht sie jetzt, wenn wir hier hingehen? Warum ist es nicht mehr hier? Peach. Hast du dein besonderes Item aus der Schublade geholt? Peach, warum willst du hier zu... Ich stell keine weiteren Fragen. Okay. Mario! Kommt sie jetzt doch mit? Nein! Mit dem Schirmchen! Okay. Mario, bitte, lass mich dich begleiten, ja? Keine Sorge, meine Muhme hat mir dabei geholfen, mich unbemerkt davon zu stehlen. Deine Muhme? Und jetzt gehe ich mit euch auf Sternsuche. Aber wo fangen wir damit am besten an? Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, ihr vielleicht? Mario, was machen wir, wenn wir mal nicht weiter wissen? Was machen wir denn? Na, meinen Großvater fragen, Opi weiß ganz sicher Rat. Das stimmt. Oh, so ein Glück, dann nichts wie hin. Wer hätte es geahnt? Peach hat sich dir erneut angeschlossen. Juhu! Schön. Für Peach haben wir tatsächlich derzeit noch keine weitere Ausrüstung. Sie hat einen Klatschhandschuh, ihr Lieblingskleid und als Accessoire könnten wir ihr den einen Button geben, weil der liegt ja momentan eh nur rum. Und wir können auch einmal in unser schönes Reisealbum schauen. Was gibt's denn Neues? Eile nach Eheling. Prinzessin Peach soll in Eheling mit Borsto vermählt werden. Mario blickt dabei aber ganz böse drein und der Prinzessin gefällt's wohl auch nicht, also verhindern wir die Sache. Traute Trauung. Die Prinzessin ist gerettet und Borsto hat eine dicke Torte bekommen. Also sind eigentlich alle glücklich. Nur der Kronminister sorgt sich wohl also rasch auf zum Pilzpalast.
königlicher Kniff. Wow, die Prinzessin hat sich heimlich abgeseilt und kämpft nun mit uns. Was das wohl, da wohl der Kronminister sagt? Wir sollten Opa am Quappenquell nach dem nächsten Sternstück fragen. Recht freundlich, ein Erinnerungsfoto aus Ehling. Möge euer Glück auf ewig andauern. Och, wie schön. Das ist doch wunderhübsch. Und damit gehen wir direkt in die Weltkarte. Und zwar nach Quappenquell. Denn wir wollen ja unseren Opa besuchen, nicht wahr? Mit voller Mannschaft und Montur geht's zu ihm. Opi, sag, weißt du vielleicht etwas zu den Sternstücken, die wir finden wollen? Mello, mein guter Junge, fürchte nicht, bei mir findest du immer Rat. Es wurde ein gewaltig großer Stern gesichtet, und zwar drüben auf dem Sternenhügel. Sehr interessant, ja, der Sternhügel scheint ein durchaus wahrscheinlicher Ort für Sternschnuppenfunde zu sein. Wundervoll, Freunde, lasst uns sogleich zum Sternhügel aufbrechen. Auf geht's. Das war ein kurzes, knappes, knackiges Gespräch, würde ich sagen. Und ich frag mich gerade, gibt's nochmal was Neues bei Toadsart? Kann der irgendwie eine neue Komponie hier komponieren? Ist doch selbstverständlich, das Mauldorfer Bergmannslied. Da steckt Schwung drin. Okay. Also, wir dürfen nochmal einmal jetzt aufschreiben. E-C-G-C-D-A-H-C. So. Und damit müssen wir jetzt eigentlich nochmal... Oh Gott. Nochmal diese Linie hier fortführen. Also, wo das E ist, weiß ich. Das E war hier das dritte, das ist hier ganz oben. Hier ist das E. Das C war hier zwischen. C. Das G war hier unten. C wieder da. Warte, ich muss mir das hier gerade aufmalen, Freunde, nebenbei. Ich kann mir das auch sonst hier niemals merken, alles. 1, 2, 3, 4, 5 Linien haben wir. Das E war hier in der ersten. Das C war in dem Zwischenraum. Das G war auf der zweiten Linie. Das C ist wieder in dem Zwischenraum. Das D war ein drüber, direkt auf der zweiten Linie. Das A war da inzwischen. Das C ist auf jeden Fall wieder hier zwischen. Wo war denn das H? Ist das nicht über dem A? Nee. G, A, H. Wir müssen noch mal einmal kurz hinterfragen, wo das H ist. Weil ich nicht mehr weiß, wo das H war. Brauchst du überhaupt eine neue Hymne? Möchtest du eine kleine Lektion der Kunst lernen? Oh ja! Beginnen wir mit dem Notenlesen. So, ich will wissen, wo das H ist. Zwischen der zweiten und der von oben liegt die Note C. Direkt unter dem C. Aha. Also. Über dem A. Also müsste es auf der Linie hier sein. A, H, C. Ja, das passt. Okay, Zeit ein Meisterwerk zu komponieren. Dann wollen wir nochmal. Wir speichern vorher einmal. Und so sieht übrigens mittlerweile hier meine kleine Karte aus. Das ist mein Notenblatt, Freunde. Gott. Ich hoffe, ich habe es mir jetzt hier richtig eingedingselt. Komponieren wir jetzt mal die Mauldurfer Hymne. Das war schon falsch. Geil. Das klingt grausam. Das wird schlimm klingen. Sag bloß, das hast du komponiert. Nein, das ist nicht die richtige Melodie. Nee, klingt auch grausam. Also. Das erste muss direkt da oben sein. Wir warten jetzt mal einmal kurz ab. Yes, das ist sie. Nach genau dieser Melodie habe ich gesucht. Vielen Dank für die Inspiration. Bitte nimm dies als Zeichen meiner Wertschätzung an.
Die Tenorkarte. Sollte ich wieder mal Hilfe beim Komponieren brauchen, werde ich hier auf dich warten. Bis dahin, lebe wohl. Ach, deswegen hieß die andere auch die Altkarte. Alt, Tenor, Sopran, das sind diese ganzen Stimmen, die es gibt. Oder, nennt man das Stimmen? Ihr wisst es wahrscheinlich besser. Ein Mitgliedsausweis für die Uferschränke. Heißt das, wir können jetzt da andere Items kaufen? Bessere Items womöglich? Ich könnte es mir vorstellen. Die ist die Uferschränke. Wow, du hast ja eine Tenorkarte, sowas. Was darf ich denn Schönes anbieten? Er bietet jetzt eine Kiemen-Cola an. Die ist auf jeden Fall neu. Kostet natürlich auch stolze 90. Aber nehmen wir mal mit, weil die heilt auf jeden Fall krass. Froschgroschenmarkt. Wir haben mittlerweile ganz schön viele Froschgroschen. Wir behalten sie aber erstmal, falls wir die nicht noch irgendwo später mal brauchen bei was sehr viel teurerem. Wir wollen jetzt erstmal als nächstes hier weitergehen an Eheling vorbei zum Sternenhügel. Genau hier wollen wir hin. Oh, es klingt hier so schön. Weg nach Eheling, sprich mit der Blume und die Sternpforte öffnet sich. Weg zum Sternhügel. Dies ist der Sternhügel. An diesem Ort gehen die Wünsche hernieder, die hoch oben auf der Sternstraße zu Sternen wurden. Doch seit die Sternstraße von Schmiedrich zerstört wurde, gerät auch hier alles furchtbar aus den Fugen. Nun fallen nämlich auch Wünsche hier herab, die noch überhaupt nicht erfüllt worden sind. Sie sind verloren. Weise Quark erwähnte, dass er von einem Sternstück auf diesem Hügel erfahren hatte. Halten wir Ausschau danach. Aber erstmal kämpfen wir! Ciao. Ich habe viel zu früh gedrückt. Ich habe gar nicht gedrückt. Guter Kampf. Phänomenal. Ich wünsche mir bald eine Familie zu gründen. Ich wünsche mir ein Kind, das Süßeste der Welt ist. Und wir öffnen die Türe. Ah! Racco! Ein Malmut! Der auch einiges aushält. Ey, Genos Level Up! Das heißt, wir sehen das erste Mal, wie Prinzessin Peach tanzt. Damn. Geno ist jetzt schon Level 10. Ist das irre. Gehen wir ein bisschen auf Angriff und Abwehr. Wer ist denn der Racker? Oh, wir müssen jetzt erstmal wieder die... Ah ne, gibt's mehrere Blumen? Aha. Und hier gibt's auch noch einen Wunsch. Ich wünschte, ich hätte jetzt ein wenig Grillengelee zum Essen. Warte mal. Jetzt erstmal ein bisschen Grillengelee, wa? Ach, guck mal, hier geht's noch viel weiter hoch. Ich wünsche mir, dass ich in Zukunft nicht mehr ständig weinen muss. Hey, das ist Privatsache, auf andere Leute Wünsche zu spicken. Außerdem ist die Sternstückensuche viel wichtiger. Alle zählen auf uns, wir müssen ganz, ganz schnell los. Oh, tut mir leid, es ist nur so, dass mir mein Wunsch etwas, naja, peinlich ist. Och, Mello, kleine Maus. Och Gott, wie der geguckt hat. Das muss ihm doch nicht peinlich sein. Ich wünsche mir, dass ich mal richtig berühmt werde. Ja, da kann ich mir vorstellen, wer das wohl war. Ich wünsche mir, dass ich mal der beste Schatzjäger der Welt werde. Der beste Schatzjäger? Am Ende müssen wir sagen, welcher Wunsch zu wem gehört. Ich habe Angst. Wir wünschen uns, dass Mello sicher und unversehrt den Weg zurück zu uns findet. Der Wunsch da, der stammt ja von meiner Mama und meinem Papa. Sie wünschen sich, dass ich nach Hause zurückkomme. Uch. Halt, keine Zeit für Tränen. Mama und Papa warten auf meine Rückkehr. Los, Mario, lass uns nicht rumtrödeln, sondern losflitzen. Der Wunsch von Mellows Eltern. Wow. Ich wünsche mir, dass ich der beste Zuckerbäcker der Welt werde. Auch ein guter Wunsch. Ich habe richtig Hunger, aber ich wünschte, ich hätte Futter. Ho, ho, ho.
Rohoho. So, damit hat sich die Tür hier auch schon geöffnet. Wir flitzen jetzt auf jeden Fall gerade so ein bisschen durch. Und wenn uns ein Gegner entgegenstehen sollte, dann werden wir natürlich umnieten. Ich wünschte, ich könnte die perfekte Melodie komponieren. Oh, ich frage mich, von wem das wohl war. Ich wünschte, ich könnte schneller rennen. Oh? Moment mal. So simpel? Wow. Und damit haben wir auch schon den nächsten Stern. 4 von 7. Mehr als die Hälfte haben wir damit schon erreicht. Und 3 Sterne warten noch geholt zu werden. Ganz wie ich vermutete, das Sternstück war tatsächlich an diesem Ort vom Himmel gefallen. Doch wo wollen wir als nächstes suchen? Ganz in der Nähe von hier liegt ein Städtchen namens Küstenstädt. Dort ist es einfach herrlich und sicher wird dort jemand einen neuen Hinweis geben können. Du hast es weit gebracht, doch das Abenteuer ist noch nicht zu Ende. Es fehlen noch 3 Sternstücke. Küstenstädt? Gab es nicht genau so eine Insel oder so eine Stadt bei Zelda? Ich wünsche mir, dass mein Bruder Mario stolz auf mich und meine Hilfe ist. Luigi. Die Maus. Und ab dafür. Und damit dürfen wir tatsächlich schon weitergehen. Nach Küstenstädt. Ein neues kleines Städtchen, wo wir uns umgucken dürfen. Und wo wir wahrscheinlich den nächsten Stern finden werden. Aber das werden wir beim nächsten Mal machen. Also wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Brain. Tüdelü mit Ü.